Ach, und Werfer kosten nur Stein, okay. Das heißt, wir müssen echt warten, bis die genug Stein hier rangeschafft haben. Weil für 5 Werfer brauchen wir so. Oder 500 Stein. Aber ja, wir haben ja 10 Leute, die jetzt Stein abbauen. Und man merkt, Olafa war hier sehr fleißig. Bitte fertig! So, euch trage ich doch den Auftrag noch der Holzfäller. Bitte, riesige zum Bauen. Bitte fertig! Gut. Ach ja, bevor wir Werfer überhaupt, oh, zum Balber können wir auch upgraden. Aber erstmal den Werfer. Verbesserung fertig! Und dann bilden wir mal erstmal ein paar Werfer aus. Was ist? Also ja, es kann jetzt eine Weile dauern, bis wir eine Armee zusammen haben. Ich plane so mit 40 Trollen dann durch die, durch den Spalt zu heizen. Was anderes macht ja auch gar keinen Sinn, leider. Was? Also einfach durch. Ich hatte ja eigentlich erwartet oder gehofft, dass Olafa noch rote Steine droppt. Also Steine des Feuers. Weil für Erdklinge bräuchten wir 2 und wir haben nur einen. So, jetzt haben wir genug Stein auf jeden Fall schon mal, um unsere ersten 5 Werfer auszubilden. Also ja, das wird jetzt leider sehr langatmig werden. Geht's los? Was ist? Zerbeilen wir den Donnerschlag und bilden auch ein paar von denen aus. Und nochmal 5 schlechter. Auf jeden Fall. Ja, schön.
wie gesagt, das dauert jetzt halt alles eine Weile, weil Trolle... Ich glaube, Trolle haben echt die schwächste Wirtschaft in Spellforce 1. Ach ja, das Upgrade. Verbesserung fertig! So, jetzt brauche ich 300 Steine. Und ich finde es ehrlich gesagt lustig, dass Trolle beide Hände benutzen für die Arbeit, während Orks immer nur eine Hand benutzen. Oh, der Stein da oben ist schon relativ abgebaut. Hä? Gibt's hier eine Abzweigung, die ich übersehen habe? Muss ich mal gucken. Da kommt wieder ein einzelner Feuerling angerannt. Den sollten beide Helden eigentlich gut schaffen können. Was denn? Darf ich töten? Was denn? Die Rune ruft. Für die Rune! Verhaut ihn. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Okay, wir haben genug, um uns ein paar Zerbalmer zu holen. Fünf Stück. Das ist ein Hinterhalt! Verfluchte Huri. Die Linien müssen halten! Hier sollte ich allerdings mit Talia Storm alleine hinkriegen. Probe des äußeren Zirkels, okay. Mehr hat sie nicht zu bieten gehabt. Gut. Und ja, man sieht, Zerbalmer braucht auch relativ lang zum Ausbilden. Und es ist auch lustig, wie Trolle ihre Waffen testen. Bong. Da ich jetzt aber dann genug Nahkämpfer habe, werde ich wahrscheinlich auf Steine warten. Ja, hier oben ist das Problem. Hier werden die Steine langsam mangelbare. Und es gibt einfach auch keine weiteren Steine mehr, außer diese beiden Vorkommen. Ja, unter dem unteren Vorkommen kann ich leider nicht näher bauen. Die
Feindlicher Angriff! Ja. Geht's von mir aus? Weil zu viele Nahkämpfer bringen leider auch nichts. Was denn? Aber ja, wenn wir uns die Zerbleiber ansehen, sehen sie schon cool aus. Mit ihren Donnerhämmern. So wie... Ja. Sehr komisch aussehende hässliche Tors. Naja, Trolle sind nicht umsonst ziemlich im Bau teuer. Was wir da wahrscheinlich sehen werden, wenn wir durch die... Geht's los? ...Gegner dann durchheizen werden. Da werde ich mir wahrscheinlich noch die 300 Steine zusammensparen, um nochmal einen Trupp Zerbalmer mir holen zu können. Haben wir jetzt erstmal die Werfer, die ich noch brauche. So. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Zu Befehl. Also ja, mit Treu brauche ich nicht großartig eine Stadt aufbauen. Na komm, packen wir doch 5 Schlechter drauf. Sicher ist sicher. Weil bis ich die Steine zusammen habe, die ich noch brauche. Kann ich auch noch 5. Kriege ich auch noch das Holz zusammen, die ich für die Zermalmer brauche. Und ja, so langsam wie die Zermalmer eigentlich zum Ausbilden brauchen, kann ich, wenn ich 2 ausbilden kann, eigentlich schon mit der Ausbildung anfangen. Also jetzt. Ja, wie gesagt, ist doof, dass der Weg so lang ist zu dem Steinvorkommen. So, jetzt brauche ich noch Stein für einen Zermalmer. Ich
Ich hoffe einfach, dass von den Feuerterrors, also die, die den Meteoritenschauer casten konnten, keine neuen aufgetaucht sind. Was wünscht die Rune? Ja, folgt mir! Das wäre dann nämlich echt grässlich.